Radio Melodie im Gespräch. Spannende Interviews mit tollen Gästen. Immer auch zum Nachschauen auf www.radiomelodie.ch. Bereits haben wir einen weiteren Gast bei uns bei Radio Melodie in Werners Schlagerwelt. Wobei, eigentlich müssten wir über das neue Album ja gerne nicht reden, weil es ist ja unbeschreiblich. Aber trotzdem redet man natürlich mit der Laura Wilde über ihr neuestes Album, heisst er, tut's unbeschreiblich. Ja, Laura, was ist denn an diesem Album unbeschreiblich? Ja, hallo, lieber Werner. Ich freue mich, dass wir uns hören zu meinem neuen Werk. Unbeschreiblich ist es tatsächlich. Also es ist insgesamt unbeschreiblich, weil es ist so schön geworden. Ich meine, jedes Album ist irgendwie schön, wenn was Neues auf den Markt kommt für jeden Künstler. Aber mein persönliches Favoritenalbum, was es von mir bisher so gibt, und es berührt einfach jedes Schlagerherz. Es ist inzwischen ja bereits das siebte Album, das ist ja wahnsinnig, seit 2010, das siebte Album, praktisch fast jedes Jahr ein neues Album. Ja, es ist Wahnsinn, mir ist dann auch so aufgefallen, wie lange wir zwei uns auch schon kennen, weil ja, es ist irgendwie wahnsinnig schnell rumgegangen und wir kennen uns ja von Album Nummer 1 auch. Genau, ja. Und von Blumser Berg und so, und ja, es ist so cool einfach jetzt rückblickend, wie lange ich einfach schon Teil dieser Musikwelt sein darf. Und dein ungarisches Blut, das ist natürlich auch immer noch da, auch auf der Bühne. Natürlich. Ungarisches Blut ist wirklich ein Titel, der darf bei keinem Konzert von mir fehlen. Die Leute warten auch schon richtig drauf. Und ja, ich freue mich halt auch schon jedes Mal, ihn präsentieren zu dürfen, weil er eben einfach sehr, sehr persönlich ist. Und ja, ist einfach eine tolle Geschichte und ist natürlich ein Titel, wo die Leute auch nicht stillsitzen können. Und gestartet hat es ja quasi mit dem neuen Album nicht mit unbeschreiblich, sondern mit Ich stell dir vor. Das läuft ja wunderbar. Stell dir vor war wirklich eine super Wahl für die Vorab-Single zum Album, der Vorbote fürs neue Album sozusagen, und ging ja Anfang des Jahres direkt los. Und ich war wahnsinnig aufgeregt und auch stolz zugleich, wie der Titel eingeschlagen ist, in allen Radios hoch und runter gespielt worden und die Fans gewünscht wie verrückt. Und ja, das ist natürlich das schönste Feedback, was man dann bekommen kann für die ganze Arbeit im Vorfeld. Und das ist ja in dieser Zeit besonders schwierig, weil dank oder weil Corona nicht viel groß viel Auftritte sind. Ja, uns bleibt ja nur diese digitale Welt, diese Social-Media-Welt, diese Radio-Welt, Fernsehen noch ein bisschen. Ansonsten live fällt ja weg. Wir können ja unsere Titel leider nicht live momentan präsentieren. Und deshalb ist es natürlich noch mal umso mehr besonders für jeden. Wie bist du jetzt an dieses neue Album rangegangen? Da hat man ja mit dem siebten schon ein bisschen Routine, oder nicht? Man weiß zumindest schon, wie läuft alles so ab. Man tauscht sich ja im Vorfeld aus. Nach dem Album ist vor dem Album. Also wenn ein Album veröffentlicht wird, fangen wir eigentlich schon bald wieder an mit dem Schreiben von neuen Titeln und überlegen, welche Storys die Leute eben gerne mögen könnten und welche Geschichten auch so das Leben schreibt. Das sind nämlich eigentlich immer die besten Texte und Lieder. Und man kann immer sagen, ja, dass man so ein Jahr ungefähr an einer neuen Platte dran ist, bis dann die Leute mal das erste davon hören. Ja, wie gesagt, es braucht seine gewisse Zeit. Wie hast du die Zeit verbracht in dieser Corona-Zeit? Du hast, glaube ich, auch an Corona recht stark gelitten, hat man gelesen. Also ich war letztes Jahr natürlich, als die ganzen Auftritte weggebrochen sind, so ab Frühjahr 2020, war ich natürlich schon anfänglich im Studio für die neuen Songs. Und wir haben halt dann einfach die ganze Zeit, die man auf einmal hatte, weil live nichts mehr stattgefunden hat, sehr viel fürs Studio genutzt. Ich war ganz oft eben bei Rainer Kalt, meinem Produzenten, im Studio gesessen, haben Lieder geschrieben, aufgenommen, ja, uns Gedanken gemacht. Und ja, und dann hatte ich Ende September eben auch noch zwei Auftritte in der Schweiz. Ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, aber ist jetzt halt an dieser Stelle so. Und dann, ja,
bin ich dann zurückgekommen und hatte mich vor Ort auch etwas geärgert, weil viele immer sagen, oh, red nicht so über die Schweiz, sage ich, ich rede nicht so über die Schweiz, ich rede über die Erlebnisse, die ich bei diesen zwei Auftritten hatte. Das hätte genauso gut in Deutschland, in Österreich sein können. Und dort hat man sich eben nicht so an die ganzen Maßnahmen gehalten und so weiter und so fort. Und ich kam zurück und habe tatsächlich Symptome bekommen. Und ja, Test positiv. Und das war natürlich ein Schock, weil ich mir natürlich auch einen riesigen Kopf gemacht habe um meine ja, Karriere auch irgendwie, weil natürlich Luft, Puste, Stimme, das braucht man natürlich alles total viel in unserem Job. Und da ist natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen und ich hatte nur milde Symptome, aber ich habe bis vor kurzem eigentlich noch regelmäßig immer meine Puste ganz schön gemerkt. Auch Monate danach noch, war bei allen Fachärzten und aber inzwischen geht es mir wieder besser und ich bin sehr dankbar dafür, dass es nicht schlimmer ausging. Und jetzt kommt dein neues Album Unbeschreiblich und das kommt am 4. Juni auf den Markt. Und an diesem 4. Juni machst du sogar quasi ein Live-Konzert. Da freue ich mich schon so drauf. Also da bin ich ehrlich schon auch ganz hippelig und nervös auch natürlich. Bei Instagram Live präsentiere ich am 4.6. an dem Tag, wenn die CD rauskommt, abends ab 8:30 über Instagram Live mit einem Gitarristen, mit dem lieben Jan zusammen, eine Unplugged-Session. Und ja, wir sind da auf jeden Fall live zu sehen und es wird auch abgespeichert sozusagen hinterher, dass es die Leute auch noch nachschauen können. Und ja, ist mir halt auch persönlich ganz wichtig, weil vielleicht der eine oder andere doch keine Zeit hat oder so, live zuzuschauen. Und da kann man gespannt sein, was für neue Titel wir da schon aus dem neuen Album hören werden. Dann machst du hast gesagt, das Titel aus dem neuen Album Unplugged, das findet man sonst ja nicht so viel auf der Bühne, oder bei dir schon? Also ich habe das auch schon live dazwischen gepackt, dass ich auch den Jan mal dann dabei hatte und habe auch schon mit Band gespielt. Aber es ist natürlich leider so, dass wir so oft mit Band oder mit Live-Musikern nicht so spielen dürfen. Es ist natürlich für den Veranstalter auch einfach eine preisliche Frage, ob das zu stemmen, wenn er jetzt noch eine ganze Band dazu bucht oder so. Und deshalb sind wir Künstler dann doch meistens eben nur ja, mit unserer Musik auf der Platte oder so unterwegs, die Kapelle in der Kiste. Und das ist immer so schade, weil ich bin total der Live-Mensch. Und ja, nicht nur der Live-Gesang, eben auch mit Live-Begleitung ist es nochmal was ganz anderes. Und du bist einfach, oh, ich bin da immer so der glücklichste Mensch auf der Welt, wenn wir dann irgendwie wirklich live zusammen Musik machen. Und deshalb freue ich mich schon sehr auf dieses Konzert. Live im Publikum findet noch nicht so wahnsinnig viel statt. Trotzdem kannst du live auftreten. Und zwar hast du die großen beiden Fernsehsendungen eigentlich schon in der Tasche, immer wieder Sonntags- und Fernsehgarten. Ja, ich habe zum Glück jetzt einiges an Fernsehen anstehen, weil wie gesagt, live ist natürlich sehr schwierig, sehr zäh. Die Termine werden eigentlich so gut wie alle noch auf 2022 geschoben und das ein oder andere kleine, ja, Corona-konforme Konzert kommt jetzt eventuell auch noch in meinen Terminplan für dieses Jahr. Aber Fernsehen kann ich auf jeden Fall schon mal ankündigen. Bin ich am Tag der VÖ auch im NDR zu sehen, Schlager des Monats bei Bernhard Brink, am 13.06. der Fernsehgarten im ZDF und 4.07. immer wieder sonntags. Und am 10.07. den Andi Borg Schlagerspaß. Da freue ich mich auch drauf. Die Sendung ist schon aufgezeichnet. Und da macht man ja häufig auch Duette mit dem Andi. Hast du auch schon mal ein Duett mit Andi Borg gemacht? Mit ihm direkt nicht, aber ich kann verraten, dass in dieser Sendung, es wird wahnsinnig interessant, weil ich eben auch ja in Duettform, beziehungsweise nicht nur Duett, ich verrate jetzt noch nicht so viel, es sind sogar noch mehrere dabei, eben auftreten werde und auch richtig, richtig live im Studio singe. Und ja, da kann man gespannt sein. Also man sieht mich ganz oft in der Sendung. Darfst du dann, bei Andi kommt das ja ab und zu vor, dass man so Musikbox-Titel einfach quasi relativ unvorbereitet singen darf, muss, soll? Ja, und da freue ich mich sehr drüber, weil da sieht man mich auch.
Dann sind wir gespannt. Dein neuer Titel heißt unbeschreiblich, quasi der Titelsong vom neuen Album. Dazu gibt es ein Video und das hast du in einem ganz speziellen Ort in Hamburg gedreht. Ja, genau, im St. Pauli Theater in Hamburg. Und es war natürlich auch gar nicht so einfach, wieder eine Location zu finden in diesen Zeiten. Und ja, über meine Make-up-Artist Nicole, die hat da gute Connections, weil sie dort auch ab und zu eben auch zum Stylen und Schminken vor Ort ist. Und die hat uns da so den Kontakt gemacht und es hat dann echt geklappt, dass wir dort drehen durften. Und ach, es war echt schön, aber gleichzeitig hat es einem so leid getan, weil alle Reihen im Sitzbereich ja eine Reihe war erlaubt zu sitzen, eine nicht, eine war wieder erlaubt und die sind ja auch schon so lange dicht sozusagen und dürfen nichts veranstalten und ach, das bricht einem richtig das Herz, wenn man das sieht und deshalb hat es mich einfach gefreut, dass wir wenigstens auf diese Art und Weise dort auftreten haben dürfen. Wenn man aufs Cover von Unbeschreiblich schaut, da bist du sehr mit Schmuck überhäuft. Ja, es ist was ganz anderes. Ich habe die Frage schon oft gestellt bekommen, so huch, ich musste ja erst mal gucken, was da wo ist und wo alles hingehört. Aber ich finde, diese Fotoauswahl ist sehr passend zum Titel, weil man es nicht so genau beschreiben kann, was da eigentlich so los ist. Eben unbeschreiblich. Genau. Also es passt natürlich alles irgendwann dann wieder zusammen. Laura Wilde, wir haben schon viel gesprochen. Ursprünglich kommst deine Oma ist, glaube ich, Ungarin. Meine Oma und mein Opa, die waren Ungarndeutsche, also Vertriebene aus Ungarn damals nach dem Krieg. Und ja, deshalb habe ich trotzdem diese ungarische Mentalität eben mitbekommen und ja, die zwei leben leider nicht mehr, aber mein ungarisches Blut, der Song, ja, hält natürlich die schöne Erinnerung an meine Oma und natürlich auch an den Opa wach. Aber wie ist es dann mit Spanisch? Jetzt hast du den aktuellen Song unbeschreiblich ja sogar auf Spanisch, nicht Ungarisch, Spanisch aufgenommen. Wie kam es dazu? Es ist so, dass ich in der Schule schon Spanisch hatte und in der Universität habe ich ja Germanistik, einen Bachelor studiert und hatte als Beifach Spanisch, weil mir das immer schon gut gefallen hat und ich immer schon sehr sprachaffin war. Und ja, die Frau von meinem Produzent, die Maria, die ist Spanierin und dann hat es nahegelegen, dass wir schon jahrelang auf der Doppel-CD einen spanischen Titel eben drauf haben. Und diesmal ist es sogar der Titelsong vom Album und da bin ich sehr stolz drauf. Und wenn man jetzt noch die Live-Bühne hätte, diesen Titel jetzt richtig mit viel Publikum und jeder singt mit und jeder tanzt und so, ach, das wäre ein Traum. Vom neuen Album unbeschreiblich gibt es ja auch eine Deluxe-Album. Da sind Remixes drauf. Kannst du da noch etwas dazu sagen? Ja, was natürlich auch sehr, sehr gut ist, diese ganzen Remixe, wenn zum Beispiel die Diskotheken dann hoffentlich bald wieder aufhaben oder so, da kann man eben nochmal im Titel nochmal mehr ja, Push insgesamt geben. Der geht dann nochmal ein bisschen fetziger los. Und ja, da freuen sich die Fans eben auch immer schon sehr darauf. Unbeschreiblich gibt es zum Beispiel auch als Remix. Und was mir persönlich auch immer am Herzen liegt, da sind die Special Versions auch drauf, auf der Deluxe-Variante. Das heißt, so diese akustischen Varianten. Man hat dann zwei Titel wieder in so ein Gewand gepackt von weniger ist manchmal mehr. Und da kann man sich einfach auch einfach mal gemütlich auf die Couch legen und einfach mal ein bisschen mehr vielleicht so innehalten, auf den Text hören und ja, so die Gedanken laufen lassen. Und es gibt auf der Deluxe-Edition auch noch einen Bonustitel, C'est la vie. Den gibt es auch wirklich nur auf der Doppel-CD. Da muss man sich unbedingt die Deluxe-Version natürlich organisieren. Das wäre dann schon wichtig. Da kann man einmal ruhiger, einmal fetziger. Laura Wilde in der ganzen Breite. Genau. Und wer noch besser aufgestellt sein möchte, der einen Kalender von mir noch will oder eine DVD zum Beispiel mit einem Making-of, wer mal ins Foto- und Videoshooting reinschauen möchte, da gibt es sogar noch eine Fanbox. Also wer alles haben möchte, der hätte auch noch diese Variante. Alles von Laura Wilde und noch mehr gibt es natürlich online, oder?
Ja, man kann online natürlich sich immer auf dem Laufenden halten. Ich würde mich sehr freuen, wenn man mal auf meine Homepage schaut, laura-wilde.de. Und ja, da kann man ja die Hörproben vom neuen Album hören. Schöne, viele neue Pressefotos, Texte, die Videos kann man alle anschauen. Und da gibt es auch die Verlinkung zu Facebook und Instagram, wo man natürlich dann auch viele Fotos und die Unplugged Session sich anschauen kann bei Instagram. Und da kann man natürlich auch mit dir quasi in Kontakt treten, indem man dir Kommentare schreibt. Die liest du alle selber und beantwortest die auch selber? Genau, ich bin da immer so schnell wie es geht irgendwie am Start, dass ich antworte und zurückkommentiere oder wenn mir einer eine Nachricht schreibt und hat eine Frage. Ich bemühe mich immer, dass es zeitnah klappt. Manchmal an einem Tag ist vielleicht ein bisschen viel Programm, dann dauert es vielleicht mal einen Tag länger, aber ich bin auf jeden Fall dran und lese alles. Jetzt Live-Auftritte in der Schweiz. Bist du da vorsichtiger geworden nach Corona oder freust du dich trotzdem und sagst, das ist jetzt halt so? Du, das war so. Das hätte, wie gesagt, auch bei jedem anderen Event passieren können. Und deshalb freue ich mich natürlich auf meine Schweizer Auftritte, die jetzt natürlich auf 2022 nochmal verschoben wurden, stehen aber auch auf meiner Homepage bereit. Da kann man ja schon das ein oder andere Event entdecken und ja, die neuen Verschiebungstermine, die sind noch nicht ganz so fixiert auf den genauen Tag, aber die kommen dann auch, sobald ich den neuen Termin eben ja, erfahre, schreibe ich es drauf. Dann hoffen wir, dass wir dich bald wieder auch in der Schweiz begrüßen dürfen. Und zwar nicht nur auf akustische Version, sondern wirklich auf der Bühne. Danke vielmals, Laura, dass du Zeit hattest und weiterhin alles Gute, bis wir uns wiedersehen. Tschüss. Vielen, vielen Dank, lieber Werner, und schöne Grüße auch an alle, die uns jetzt gerade zuschauen. Vielen Dank.